Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in der Reihe meiner Frühlingssträuße. Letztens habe ich schon ein Video gezeigt, wie man einen bunten Tulpenstrauß macht und wie man den schön locker bindet. Zeige ich nochmal den Link dazu. Heute gibt es was Neues, wie du sicher schon im Titel gesehen hast. Es gibt einen frühlingsmäßigen Querstrauß und die Basis dazu ist schon mal dieser schöne Weidenzweig. Kannst du auch was anderes, kann auch ein Kornuszweig sein. Kornus gibt es hier zum Beispiel in Rot, hier ist auch was ganz Tolles. Würde ich natürlich ein bisschen von den Querverästelungen befreien. Diesen Zweig schneide ich jetzt aber auch noch mal schön frisch an. Dazu brauche ich natürlich wieder mal mein richtig gutes Werkzeug. Wenn du alleine bist, dann nimm den Zweig einfach zwischen die Knie und dann kann man hier in Ruhe schneiden. Dann ist das überhaupt kein Problem, weil man hat ja nicht immer jemanden, der einem was festhält. So, dann sieht der Anschnitt auch richtig schön aus. Und dieser Zweig soll für den Querstrauß natürlich auch quer liegen. Dazu muss ich den an zwei Stellen drahten. Ich nehme einen schönen dicken grünen Draht, verzwirbele den Draht um den Ast rum. So, ich nehme den Draht und verdrehe den. Und dann brauche ich noch eine Kombizange, die ist bestimmt im Werkzeugkasten deines Mannes, falls du sie da noch nicht kennst. Und drehe den Draht auch richtig fest, so dass der Zweig jetzt nicht mehr am Draht rumeiert. Damit ich das alles schön fixieren kann, brauche ich auch zwei Stellen, um diesen Zweig zu drahten. Und dann nehme ich eine zweite Stelle, um eine feste Basis für meinen Strauß zu gewinnen, drehe ich die Drähte ineinander. Das heißt, ich habe ja nur eine Bindestelle, folglich soll der Draht auch an einer Stelle enden und ich habe hier also meine feste Zweigbasis. Dann habe ich ganz tolle Blumen mitgebracht. Tulpen, Rosen, zeigst du dir gleich alle im Einzelnen. So, ich habe für die Mitte eine wunderschöne weiße Rose, eine White Naomi. Mache ich mal viele Blätter ab, das ist immer gut für die Haltbarkeit. Zwei grüne Bartnelken, auch hier Blätter ab, weil keine Blätter sollen in die Bindestelle. In meinem Video für Einsteiger habe ich auch ganz viele Sachen erklärt, wie man die anschneidet. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann habe ich biegsame Blütenstiele, klappt nicht immer, manchmal macht es klack, aber ich hoffe, wir schaffen es auch im Video. Die Tulpe ist biegsam, es geht auch mit Colors. Dann habe ich mitgebracht Nerinen, die muss ich mal vorsichtig trennen, das sind diese schönen, feinen Blüten, das ist eine sehr, sehr edle Blüte, als Dromerien, halten sehr gut, ist auch Inka-Lilie genannt. Kann man, wenn man will, die einige Blätter auch abmachen, vorsichtig abknipsen, dass man diese feinen Köpfe von den Blüten, genau, ich muss es mit dem Nagel auch vorsichtig abknipsen, dass man die nicht abbricht, was relativ schnell passiert. Es ist eine sehr nicht duftende, sehr langlebige Linienart. Dann habe ich auch papierummantelten Draht. Da brauche ich gleich ein paar Stückchen. Und den schneide ich mir mal in Stückchen. Das ist sehr praktisch. Ja, genau. Schneiden und nicht runterwerfen, das ist das Motto. Und als Grün, was ich auch so ein bisschen langlegen kann, am Strauß entlang, habe ich jetzt mal eine Grevillea. Es gehen auch Efeuranken. Also alles, was sich so ein bisschen legt und biegt, das geht natürlich. Da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich schneide mir da jetzt mal ein paar Stückchen, die ich dann so rausnehme. Ich habe auch Kunden, die kommen jedes Jahr und nehmen immer nur einen Querstrauß. Das ist also interessant. Das kennen viele natürlich nicht. Ich fange an, indem ich mir das Grün an diesen Zweig fixiere. Weil wenn ich das nicht fixieren würde, dann geht es natürlich nach oben. Und das will ich nicht. Das heißt,
Gehe her, mache die Blätter auch wieder ab, wie immer. Und halte das Grün hier an meine Bindestelle und fixiere das an diesen Zweig, sodass es so schön nach den Seiten rausgeht. Das tut es nicht freiwillig. Das heißt, ich muss das natürlich wieder den papierummantelten Draht nehmen und den Stiel von dem Grün an diesen Zweig fixieren. So, das ist schon mal eine sehr schöne Basis. Dann nehme ich meine Rose als wunderschöne Mitte. Ah, nee, nicht andersrum, genau. Super, wenn man es im Video so macht, wie man es nicht machen will im Endeffekt. Ich gehe zuerst her und nehme meine Blüten, die ich ja biegen will, nach links und rechts, also Kalas oder Tulpen, die fixiere ich als erstes an diesem Zweig. Weil da habe ich natürlich nachher die Hände nicht frei und wenn die jetzt weiter wachsen, also ich würde es nicht ganz so fest machen, sodass die weiter wachsen können, was Tulpen ja tun. So, aber jetzt haben wir also unsere Basis. Das Tulpenblatt würde ich in dem Fall auch nochmal abmachen. Hätte man auch vorher machen können, aber ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn das im Video, weil ich da was mache, was ich eigentlich nicht machen sollte. Das ist ja auch gut, dass ich euch mal ein bisschen Lerneffekt zeigen kann. So, jetzt kann ich mit einem festen Stiel, wie mit der Rose, hergehen, diese White Naomi mit diesem traumhaft schönen, dicken Kopf und fixiere diesen Stiel. Moment, ich brauche jetzt auch einen Ring dazu, Pistazie, Efeu. Und lege das Grün an, so dass es eben schön aussieht, wie es mir optisch gut gefällt. Nerine kann auch hier die sehr, sehr schön, sehr spielerisch, diese Inka-Linie, leg die an, nehme auch ein bisschen Pistazie wieder. Also ein Querstrauß ist eine sehr filigrane Arbeit, sehr, sehr schöne Arbeit. Man muss so ein bisschen aufpassen, wie man welches Grün anlegt. Aber es ist einfach was Besonderes und deswegen wollte ich dir heute diesen Querstrauß zeigen. Also ich habe jetzt hier nur eine Nerine, eine Alstromerie und eine grüne Bartnelke und lege noch ein Galaxblatt an. Und da ich diesen Strauß ja von rundum gerne, so jetzt gebe ich dir die schöne Ansicht. Und da ich den von rundum natürlich gerne angucken möchte und der auch schön aussehen soll, werde ich jetzt die andere Seite noch schön blumig ausgestalten. Also ich nehme auch wieder eine Inka-Linie, eine Nerine. Schön ist diese fedrigen Blüten neben dieser dominanten, tollen Rose, dieses Prachtexemplar. Und ich brauche auch immer so ein bisschen Grün, um das Ganze auszugestalten. Ich lege also Pistazie, kann auch Efeu nehmen und an den Seiten würde ich immer empfehlen, den Abschluss mit einem Galaxblatt zu machen. Und man kann jetzt ein größeres Blatt noch nehmen. Ich habe schon so ein bisschen überlegt. Ja, ich finde, es macht den Strauß sehr, sehr wertig, wenn man ein größeres Blatt noch drunter legt. Wenn dieses Blatt zu weit hängt, kann man es auch einfach an der Blattader hier nochmal drahten, an diesen Ast dran. So, ich schneide den Strauß jetzt auf eine Länge ab. Wichtig beim Abschneiden ist, da sind jetzt diese festen Drähte dabei. Und diese festen Drähte, die müssen auf jeden Fall mit der Drahtschere abgeschnitten werden und auf keinen Fall mit der normalen Gartenschere, weil die ist nämlich beleidigt, wenn man die mit der Gartenschere schneidet. Ich habe diese schönen großen Blätter auch fixiert und zwar, ich bin mit einem dünneren Draht durch die Blätter gegangen, habe den Draht gegabelt, bin durch die Blätter durch und habe den Draht dann
hier unter der Blattader verwickelt. Und so habe ich das Blatt auch an diesen Zweig fixiert. Und ich finde, dass diese Blätter diesen Strauß unglaublich aufwerten und dass es auch so eine sehr, sehr ganz tolle Eleganz bringt. Es gehen auch längliche Blätter wie Aspidistra-Blätter. Gibt es in klein und groß. Moment, hole ich gerade dazu. Zeige ich dir. Also das sind jetzt sehr große. Gehen auch Schusterpalme oder Aspidistra-Blätter, um die länglich an den Strauß zu machen. Die gibt es auch in klein. Das sind die kleinen Aspidistras und die großen. Also auch die eignen sich sehr gut, weil die eben sehr flexibel sind, wie man hier sieht. Ansonsten würde ich diesen Stehstrauß nicht zu lang vom Stiel her lassen, weil ich finde, der wirkt unheimlich schön an einem länglichen Tisch, wenn der so am Tisch entlang gestellt wird. Und hier, es könnte auch hier eine Efeuranke drüber rauslaufen und nochmal so ein bisschen entlang laufen. Ja, und man kann auch, wenn einen hier dieser weiße Papiermantel den Draht stört, kann man ein bisschen Moos drauf machen. Ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es einfach sehr, sehr schön zu den weißen Blumen passt. Und ich würde ihn auch so hinstellen. Ja, das war jetzt der elegante Querstrauß. Eine ganz besondere Variante des Straußbindens. Sehr filigran. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare, viele Anregungen. Freue mich übers Zuschauen und bedanke mich einfach für heute wieder. Bis bald. Liebe Grüße und tschüss!